Herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne einige neue Plattformen zeigen, auf denen ihr Geld verdienen könnt. Zum Beispiel auf dieser Plattform hier könnt ihr für jede einzelne Minute, die ihr arbeitet, bis zu 2,50 Dollar bekommen. Hier ist eine Plattform, die mir nonstop Passiv-Einnahmen generiert. Jetzt schon wieder 14,02 Dollar. Das hier ist eine Plattform, auf der ihr zum Beispiel 502,50 Dollar passiv verdienen könnt. Und ich habe noch viele, viele weitere Plattformen heute für euch vorbereitet. Das sind alles Plattformen, über die ich eigentlich kaum hier auf diesem Kanal spreche, die relativ nischig sind, wo es sich vielleicht nicht unbedingt lohnt, ein komplettes Video drüber zu machen, aber die keinesfalls weniger profitabel sind. Das heißt, das sind richtig, richtig interessante Plattformen, wo man aber zum Beispiel nur eine kleine Dienstleistung immer wieder und wieder und wieder durchführt und dafür bezahlt wird. Wenn ihr übrigens mehr von genau solchen Videos sehen wollt, dann gebt doch gerne diesem Video hier einen Daumen nach oben und ihr wisst natürlich, es hilft immer extrem, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil von der Community werdet. Jetzt sind wir schon 32.500 Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support und wie gesagt, jeder Daumen hoch hilft. Fangen wir direkt mit der ersten Einnahmequelle an und diese Plattform hier nennt sich Speechpad. Bei Speechpad macht ihr Folgendes, nämlich ihr führt Transkriptionen durch und ihr könntet hier für jede einzelne transkribierte Minute bis zu 2,50 Dollar bekommen. Für einige kriegt ihr nur 25 Cent, aber für andere kriegt ihr bis zu 2,50 Dollar. Es kommt immer darauf an, welche Arten von Transkriptionen ihr durchführt. Es gibt dann zum Beispiel so etwas wie Clean Verbatim und andere Arten von Transkriptionen. Was damit vor allen Dingen gemeint ist, ist Folgendes, nämlich ihr müsst halt abschreiben, was in einer MP3 bzw. in einem Video gesagt wird. Und die Arten von Transkriptionen, da wie gesagt, kommt es vor allen Dingen auf Folgendes drauf an, nämlich wie schwer ist das, was im Video gesagt wird, eigentlich zu verstehen. Und wenn es natürlich jetzt relativ unverständlich ist, dann kriegt ihr 2,50 Dollar pro Minute. Und es kommt natürlich auch darauf an, was soll alles abgeschrieben werden. Das heißt, soll jedes M und auch abgeschrieben werden oder soll es eine, sag jetzt mal, aufgeräumte Version sein, wo solche Dinge rausgelassen werden. Wie könnt ihr hier loslegen? Ihr müsst einfach nur auf speechpad.com draufgehen, anschließend dann scrollt ihr ganz hier nach unten und da habt ihr dann hier unten folgenden Bereich, nämlich hier steht Interested in Becoming a Transcriber, dann klickt ihr hier auf Learn More drauf. Sobald ihr es getan habt, werdet ihr hierhin weitergeleitet. Jetzt könnt ihr euch hier die ganzen Informationen durchlesen. Es kann manchmal sein, dass sie nach keinen Leuten mehr suchen. Ihr müsst am besten dann aber nochmal am nächsten Tag checken und gucken, ob derzeit wieder Stellen frei sind. Bei Speechpad ist das ganz normal. Es kann also wirklich sein, dass ihr zum Beispiel euch morgens hier versucht anzumelden und sie wollen keine Leute mehr und am nächsten Tag oder vielleicht sogar am selben Abend probiert ihr das Ganze nochmal und dann werdet ihr auf einmal angenommen beziehungsweise dann wollen sie überhaupt erst neue Bewerbungen wieder haben. Ihr müsst hier absolut kein Geld investieren, könnt direkt loslegen und sobald ihr angenommen wurdet, seid ihr auf einem internen Marktplatz und auf diesem internen Marktplatz müsst ihr euch dann nicht mehr bei irgendwelchen Auftraggebern bewerben, sondern ihr kriegt einfach direkt diese MP3-Dateien, müsst euch die runterladen, müsst die abschreiben und werdet dann natürlich für die Abschrift, also für die Transkription bezahlt. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Geddon. Geddon ist eine Plattform, die, soweit ich weiß, aus Frankreich kommt und die extrem gute Bewertungen auf Trustpilot hat, nämlich 13.020 Bewertungen mit im Durchschnitt 4,4 Sterne, so absolut hervorragend. Und es handelt sich dabei um einen privaten Verbraucherclub, was in der Praxis einfach nur bedeutet, dass ihr hier als Privatperson eure Meinung zu Produkten sagen könnt und werdet dafür bezahlt. Ihr könnt auch Produkte testen, ihr könnt an Umfragen teilnehmen und wenn ihr das wie gesagt tut, dann kriegt ihr dafür Geld und dieses Geld könnt ihr euch ausbezahlen lassen, zum Beispiel direkt via PayPal. Es gibt auch andere Optionen, aber dazu komme ich gleich. Ich habe euch mal dazu einen Link in die Videobeschreibung reingetan. Ihr müsst einfach nur hier Folgendes machen, nämlich eigentlich, wie gesagt, handelt es sich um eine französische Plattform, deswegen sind vielleicht manche Dinge ein bisschen eigenartig noch übersetzt, aber die arbeiten derzeit noch an allen möglichen Dingen. Ihr könnt aber jetzt schon direkt loslegen, könnt das erste Geld verdienen, was ich übrigens immer für ganz smart erachte, weil in der Zukunft werden wahrscheinlich auch viele Geld verdienen, YouTuber und andere Leute über genau diese Plattform hier sprechen, dann kriegt man kaum noch Umfragen, aber jetzt gerade gibt es halt noch sehr, sehr viel zu tun und man kann dementsprechend auch noch sehr gutes Geld verdienen. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Ihr müsst einfach nur auf den Link draufklicken, anschließend dann könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben, könnt hier euer Pseudo, also praktisch euren Username eingeben und dann darunter gebt ihr ein Passwort an, dann klickt ihr hier auf Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen und dann klickt ihr hier auf kostenlose Anmeldungen und das Ganze ist halt auf jeden Fall kostenlos. Das heißt, ihr müsst keinen Cent dafür bezahlen, diesen Account hier zu haben und das Ganze funktioniert dann wie folgt, nämlich ihr registriert euch, anschließend dann könnt ihr direkt an den Umfragen teilnehmen, könnt euch das Geld ausbezahlen lassen via PayPal. Es gibt noch andere Optionen, die ich persönlich jetzt nicht so schön finde, zum Beispiel irgendwie Geschenkgutscheine oder sowas wie ein Amazon-Gutschein oder andere Gutscheine. Ihr könnt auch hier eure Freunde einladen und kriegt für jeden geworbenen Freund auch 1 Euro und ich persönlich bin einfach großer Fan davon, dass ich mir das ganze Geld über PayPal auszahle, weil ich es halt privat nutzen möchte, beziehungsweise so nutzen möchte, wie ich es vorhaben habe und ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Amazon-Gutschein haben, deswegen, wenn ich ihr wärt, würde ich auf jeden Fall auch mir die Auszahlung via PayPal machen lassen. Das Schöne ist auch, dass eure Daten
Daten wirklich geschützt sind. Hier steht es auch nochmal ganz klipp und klar, nämlich Ihre Daten werden entsprechend den datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet. Das heißt, da müsst ihr euch auch absolut keine Sorgen machen. Genau, ein Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Müsst einfach nur hier E-Mail eingeben, dann einmal kurz euren Benutzernamen eingeben, dann euer Passwort eingeben, dann hier unten auf kostenlose Anmeldung draufklicken und dann am besten einfach nochmal kurz in euer E-Mail-Postfach schauen, weil ich gehe davon aus, dass die euch nochmal einen Bestätigungslink per E-Mail schicken, dass auch ihr wirklich halt bestätigt, dass es eure E-Mail-Adresse ist. Das machen die einfach nur aus datenschutzrechtlichen Grundlagen und das ist halt schön und gut und richtig so. Deswegen checkt auf jeden Fall auch nochmal euren Mail-Account. Und genau, die haben extrem gute Bewertungen auch auf Trustpilot, falls ihr da nochmal euch überzeugen wollt. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens LearnFormula. LearnFormula halte ich persönlich für eine der unterbewertetsten Online-Kursplattformen überhaupt. Warum? Weil es eine Plattform ist, die vor allen Dingen in Kanada aktiv ist, also jetzt nicht unbedingt international und wo dementsprechend jetzt noch nicht irgendwie 10.000 YouTube-Videos zu existieren, weil es gibt schon irre viele zu Udemy oder Skillshare, diesen ganzen anderen großen Plattformen, weil die halt international sind, weil die global sind, Leute aus der ganzen Welt dort publizieren und merken, hey, damit kann ich Geld verdienen. Aber diese Plattform hier hat vor allen Dingen halt Exposure in Kanada und dementsprechend denken viele Leute auch vielleicht, dass man aus Kanada zwingend kommen muss, um hierüber publizieren zu können. Das ist aber nicht so. Jeder von euch kann hier publizieren, solange eure Kurse Englisch sind. Wie macht man das Ganze? Ihr geht einfach auf learnformula.com, scrollt hier ganz nach unten, dann habt ihr unten den Button Become an Instructor, dann werdet ihr hierhin weitergeleitet und könnt ihr hier nochmal so ein paar Informationen zu LearnFormula durchlesen und zum Beispiel auch einige Instructor-Stories und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr dann aber loslegen wollt, dann könnt ihr halt hier oben auf Become an Instructor draufklicken, werdet hierhin weitergeleitet, könnt eure Daten eintragen und könnt hier auf Create Account draufklicken. Warum ist LearnFormula so interessant? Es ist zum einen, wie gesagt, eine Plattform, die ein ganz spezifisches Exposure hat, aber und früher mal hatten die auch so einen schönen Rechner, den hatte ich mal in ein paar anderen Videos gezeigt. Man kann halt exorbitant viel mehr Geld verdienen zu vielen anderen Marktplätzen, weil halt hier nun ein relativ kleines, aber sehr, sehr gutes Team aus Instructors besteht, die die Kurse unterrichten. Das sind fertig vorproduzierte Kurse, die ihr unterrichtet. Das können zum Beispiel auch PowerPoint sein, die ihr abfilmt oder ihr zeigt euch vor der Kamera oder was auch immer und dann ladet ihr diese Videos hier hoch und wenn die Videos sich verkaufen, werdet ihr dafür bezahlt. Eine weitere Plattform ist diese hier, die ich total spannend finde, namens designbundles.net. Hier bin ich auch selbst vertreten und hier publiziere ich vor allen Dingen Fonts, also Schrift Arten als auch andere Designs, also zum Beispiel sowas wie Patterns, also Muster und ihr könnt das auch. Die Frage ist natürlich jetzt, wie macht man das Ganze? Nämlich die Plattform heißt erstmal designbundles.net. Sobald ihr hier drauf gegangen seid, scrollt ihr ganz nach unten, dann klickt ihr hier unten auf Create a Store drauf, dann werdet ihr hierhin weitergeleitet und dann habt ihr hier noch so einen Rechner. Könnt ihr so ganz genau euch kalkulieren, wie viel Geld ihr verdienen werdet. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, so, ich möchte über die Plattform irgendwie 50 Designs verkaufen, können wir hier von einem jährlichen passiven Einkommen von 1.005 Dollar ausgehen. Das ist nicht garantiert, aber das ist halt zumindest das, was die Plattform basierend auf den Erfahrungen von anderen Sellern ausgerechnet hat. Das heißt, wir sprechen ungefähr hier von 20 Dollar pro Design pro Jahr. Hört sich wirklich nicht viel an, ist es auch nicht, aber ich meine, haben oder nicht haben, wenn man so ein Design zum Beispiel irgendwo outsourced, also jemand anders das Design erstellen lässt, aus solchen Plattformen wie onlinejobs.ph oder zum Beispiel Upwork, dann kann man sich natürlich hier ein passives Einkommen aufbauen, für das man so gar nicht so wirklich arbeiten muss. Nämlich man zahlt zum Beispiel, sagen wir mal, auf Upwork einer Person 15 Dollar für irgendein Design. Wann habe ich das Geld raus? Ungefähr, sagen wir mal, nach einem Dreivierteljahr. Weil wenn ich hier im Jahr 20 Dollar damit verdiene und ich habe 15 Dollar ausgegeben, klar, dann wie gesagt nach einem Dreivierteljahr habe ich die ersten Gewinne erzielt, beziehungsweise dann bin ich halt Break-Even. Und die letzte Plattform, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier namens Honeygain. Bei Honeygain könnt ihr eure Internetverbindung mit der Plattform teilen und die könnt ihr zum Beispiel nutzen für wissenschaftliche Zwecke. Die haben aber auch alle möglichen Unternehmen, mit denen die zusammenarbeiten und damit könnt ihr euch ein passives Einkommen aufbauen. Wenn ihr zum Beispiel sehr viel von euren Daten hier teilt, beziehungsweise sehr viel von eurer Internetverbindung teilt, dann könnt ihr halt bis zu 184 Dollar pro Monat verdienen und hier seht ihr zum Beispiel meinen Account. Ich generiere hier eigentlich praktisch alle paar Minuten ein paar Cent und ich kann mir immer das Geld ausbezahlen lassen ab 20 Dollar. Ich habe jetzt hier über die Plattform schon einiges an Geld verdient. Das kommt bei mir aber auf zwei unterschiedlichen Wegen. Da bin ich mit euch auch ganz transparent. Nämlich einmal über meine Referrals. Das heißt, wenn ich Leute jetzt hier auf die Plattform werbe, aber natürlich auch, wenn ich selbst die App am Laufen habe. Und in meinem Fall habe ich zum Beispiel jetzt schon 266 Euro hier über die Plattform verdient und ich kann mir jetzt schon wieder hier 14 Dollar und 2 Cent auszahlen lassen, beziehungsweise dann die 20 Dollar auszahlen lassen, sobald ich sie erreicht habe. Das heißt, die Auszahlung funktioniert tatsächlich und das Ganze geht ohne Probleme über PayPal. Falls ihr auch das Ganze machen wollt und euch da ein passives Einkommen aufbauen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort ist ein Link zu Honeygain und auch nochmal ein Link zu Gedden. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.